da jetzt einmal alles läuft und ich hoffe, dass diese Kamera da mich ungefähr fokussiert hat. Danke sehr. Vielen Dank. Ja, womit startet man am besten? Ich habe, glaube ich, als ich so ungefähr 10 Jahre alt war, eine kleine blaue Sony-Kamera, glaube ich, bekommen. Und mit der dann jetzt, ja, wie gesagt, vor einem Jahr angefangen, kleine Videos zu machen und habe dann relativ schnell die etwas bessere Kamera meiner Mutter geklaut. Und ja, dann ein paar Monate später, als ich schon gut dabei war, wunderbare Filme zu machen, habe ich dann von meinen Freunden, oh, hier steht ein Foto. Oh, das ja, vorbereitet, vorbereitet. Von meinen Freunden, die bestimmt gezeigt werden wollen, eine Kamera geschenkt bekommen. Das ist ja auch gerade die Zweitkamera, die hoffentlich meine Augen fokussiert hat. Genau, und mit der habe ich dann weitere Filme gemacht. Und dann, oh Gott, kann ich das in irgendeiner Weise verwenden? Ja, auf jeden Fall, ihr habt ja ein paar Videos vielleicht schon gesehen. Genau, hauptsächlich ging es ja aber, ach so, hauptsächlich ging es in dem Film ja, sollte es in dem Film ja ums Filme sammeln gehen. Und nicht ums Filme machen. Ja, da konnte ich mich tatsächlich nicht entscheiden. Ach du Scheiße. Ich glaube, ihr habt mich für jetzt erstmal genug vor der Kamera gesehen. Demnächst gibt es definitiv wieder Schauspieler. Übrigens mal ein neuer Bart, falls es jemandem aufgefallen ist. Genau. Auf Wiedersehen.